All About Eve. Haben Sie Lust, das zu erfahren? In diesem Jahr haben wir uns für die Sommerpredigtreihe in Stuttgart-Bad Cannstatt das Thema Frauen gestalten der Bibel gewählt. Es gibt mehr erzählenswerte Frauengeschichten in der Bibel, als Sie vielleicht denken. Ich habe mir eine sehr bekannte Frauenfigur ausgewählt. Eine, die wahrscheinlich alle kennen und über die es so viel üble Nachrede und Verdrehungen gibt. Eva, die Frau am Anfang. Die Frauenfigur aus dem Mythos vom Anfang. Schön, dass Sie dabei sind beim Gottesdienst aus der Sommerrheinkirche. Wo auch immer Sie diesen Gottesdienst jetzt feiern, Gott ist da, bei Ihnen, bei uns. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, im Namen der Liebe, die uns trägt, im Namen der Hoffnung, die auch im Leid lebendig bleibt und im Namen der Kraft, die uns anrührt und stärkt. Amen. Wir wollen beten. Gott, du bist mein Gott. Ich suche dich. Ich komme zu dir mit meiner Sorge, mit meiner Angst, mit meiner Einsamkeit, mit meiner Schuld. Ich komme zu dir, Gott, mit meiner Hoffnung, mit meinen Träumen, mit meiner Liebe, mit meinen Gaben. Ich setze mich in den Schatten deiner Flügel, Gott. Unter deinem Schutz will ich sehen und hören. Muss ich geben oder nehmen? Muss ich tun oder lassen? Hilf mir. Und in der Stille sagen wir dir, was wir heute auf dem Herzen haben. Auf dich, Gott, hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. Erhöre uns, um Jesu Christi willen, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben bewahrt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man eine Umfrage auf der Straße machen würde, welche Frauenfiguren aus der Bibel bekannt sind, was wären wohl die Antworten? Vielleicht Maria, so von Weihnachten her, aber im Sommer?
Auch Eva könnte es sein, die häufig genannt wird. Und es ist vielleicht auch die Geschichte irgendwie im Kopf. Adam und Eva, Eva und die Schlange, Eva und der Apfel. Und damit verbunden sind Klischees wie weibliche Verführungskunst, Paradies und Sündenfall. Dazu ein Sprichwort: Der Apfel, den Frau Eva brach, uns zuzog alles Ungemach. Nächste Frage. Von wem sind wohl die folgenden Sätze? Es ist kein Rock, der einer Frau oder Jungfrau so übel anstehen will, als wenn sie klug sein will. Das Weib soll nicht ihres freien Willens leben, wie denn geschehen wäre, wo Eva nicht gesündigt. Jetzt, da sie gesündigt und den Mann verführt, hat sie das Regiment verloren und muss ohne den Mann nichts anfangen oder tun. Wo er ist, muss sie mit und sich vor ihm ducken als vor ihrem Herrn, den sie soll fürchten, untertan und gehorsam sein. Die Sprache verrät es, diese Sätze sind schon etwas älter. Sie sind von Martin Luther. Ja, wirklich. Ich kann es uns nicht ersparen. Und noch eine Frage. Aus welchem Jahr stammt wohl der folgende Satz? Sind die Weiber Menschen? Und als Gott Adam und Eva aus dem Paradies stieß, richtete er an Adam die Frage: Warum hast du von dem verbotenen Baume gegessen? Hätte Gott aber Eva als Menschen anerkannt, so würde er gewiss auch an sie diese Frage gerichtet haben. Klingt auch schon etwas älter, ist aber nicht aus dem Mittelalter, sondern von 1910, also 20. Jahrhundert. Für manche ist das alles ein Grund, aus der Kirche auszutreten. Doch schauen wir lieber genauer hin auf die biblische Geschichte von Eva, die irgendwie so bekannt ist. Sie steht am Anfang der Bibel in den Kapiteln 2 und 3 des Buches Genesis. Wenn man oft genug gehört oder gelesen hat, dass Eva die hinterlistige Böse ist, die ihren Mann zum Gesetzesübertritt verführt und deshalb Frauen irgendwie alle so sein könnten, dann hat man das schließlich unbewusst aufgenommen und liest das auch aus der Geschichte heraus. Wenn man lange genug gehört hat, dass die Frau als Gehilfin für den Mann geschaffen wurde, dann hat man das unbewusst verinnerlicht, dass Frauen dafür zuständig sind, Kaffee zu kochen und zu servieren und anderen den Dreck wegzuputzen und die Assistentin zu sein. Wenn man lange und oft genug gehört hat, dass am Anfang der Bibel vom Sündenfall erzählt wird und davon, dass durch Eva die Sünde in die Welt kam, dann liest man das aus der biblischen Geschichte heraus. Und oft genug wird es dann noch mit Sexualität zusammengedacht. Doch was steht tatsächlich in dem Text am Anfang der Bibel? Nichts von alledem. Da steht nicht das Wort Sünde und nicht das Wort Fall. Das Wort Sündenfall wurde viel später hinzugefügt in einer Zwischenüberschrift, die es ursprünglich gar nicht gab. Das Wort Verführen kommt in der Geschichte nicht vor und von Sexualität ist auch nicht die Rede. Doch man liest etwas, dass Adam und Eva ein Fleisch seien. Das ist kein Ausdruck für die sexuelle Vereinigung, sondern das ist die sogenannte Verwandtschaftsformel. Sie drückt engste Zusammengehörigkeit und Gleichartigkeit aus. So viel zu der Frage von 1910, ob Eva ein Mensch sei. Wer das mit Hinweis auf die biblische Geschichte verneint, wusste nichts oder wollte nichts wissen von der Bedeutung der hebräischen Verwandtschaftsformel. Damit zusammen gehört der Ausruf in der Geschichte:
Als Adam die Frau sieht, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Auch das ist eine Verwandtschaftsformel, die Gleichwertigkeit ausdrückt. Die kann man auch verstehen, wenn man nichts vom Hebräischen weiß. Man könnte mit einem deutschen Ausdruck sagen, aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und die Rippe? Ja, die Rippe kommt vor. In der Erzählung wird sie allerdings noch von Gott bearbeitet. Also die Frau ist nicht die Rippe des Mannes. Sie ist viel mehr. Vielleicht ist Rippe auch gar nicht richtig. Das Wort ist schwierig zu übersetzen. Wahrscheinlich ist vielmehr seine Seite gemeint. Also dann der Mensch an seiner Seite. Und dann die Sache mit der Frau als Gehilfin des Mannes. Da hat Luther ganz schrecklich übersetzt. Kein Wunder, wenn man bedenkt, was er über Frauen dachte. Richtig heißt es, eine Hilfe, die ihm entspricht. Das wurde inzwischen in der neuen Lutherbibel auch endlich korrigiert. Und Hilfe ist hier nicht das Wort für eine Dienstmagd, sondern das hebräische Wort, das an dieser Stelle steht, wird an anderen Stellen für Gott benutzt. Gott kann ja auch eine Hilfe sein. Also ein und dasselbe Wort Hilfe wird verwendet für die Frau und für Gott. Das ist beachtlich. Eigentlich könnte man sie bewundern. Eva, von Gott vollkommen geschaffen, von ihrem Mann freudig begrüßt, in paradiesischer Harmonie lebend, hat sie sich damit nicht begnügt, sondern sie strebte nach mehr. Sie strebte nach Erkenntnis und war aktiv. Die Schlange hat Eva verführt, heißt es oft. Und dann verführte Eva ihren Mann, heißt es noch dazu. Und auch wieder, wenn man das oft genug gehört hat und die entsprechenden Bilder aus der Kunst gesehen hat, dann liest man das aus der biblischen Geschichte heraus. Nur, es steht nicht drin. Es gibt die Szene mit der Schlange und sie zeigt, Menschen streben nach Wissen und Erkenntnis. Und Menschen können durch Zweifel, Angst und Misstrauen Dinge tun, die sie eigentlich nicht wollen. Denn das ist es, was die Schlange macht und symbolisiert. Sie sät Zweifel, Misstrauen und Angst. Warum die Schlange zur Frau spricht und nicht zum Mann, wird nicht erklärt. Tja, und das öffnete dann Tor und Tür für Interpretationen, dass die Frau eben schwächer, verführbarer, unanständiger und unverständiger sei. Aber das kann nicht aus der Geschichte abgeleitet werden, denn Mann und Frau sind ja verwandt und gleichwertig. Von besonderen Eigenschaften der Frau ist in der biblischen Geschichte nicht die Rede. Vielleicht hatte der Verfasser etwas ganz anderes vor Augen. Im alten Ägypten gab es viele Darstellungen von Baumgöttinnen. Oft wurde die Weisheit als weibliche Figur mit Baum dargestellt. Vielleicht deswegen zuerst die Frau. Sah der Verfasser sie näher an der Weisheit? Ja, sie ist in der Bibel die erste Aufklärerin. Sie ist die Mutter aller Erkenntnis. Denn Eva will die Erkenntnis. Und dann, wie geht es weiter? Nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, gibt sie ihrem Mann von dem Apfel. Apfel steht auch nicht in der Bibel. Und geben, das hat nichts mit Verführen zu tun. Das behauptet noch nicht einmal der Mann, als er später die Schuld von sich abschiebt in der Geschichte. Und dann kommt, was das Leben schwer macht. Das ist die Strafe in der Geschichte, die Strafsprüche. Damit wurde und wird die Unterdrückung der Frauen gerechtfertigt. Steht ja schon in der Bibel, dass der Mann über die Frau herrschen soll. Nein, steht nicht in der Bibel, dass es so sein soll, sondern es steht in der Bibel,
dass es so ist. Die Geschichte beschreibt die damalige Wirklichkeit und sucht eine Ursache dafür. Das heißt aber eben nicht, dass es Gottes Wille ist, sondern es ist eine Strafe für beide, für Mann und Frau, und nicht das, was Gott eigentlich mit und für uns will. Zuerst werden in der biblischen Geschichte die paradiesischen, also die guten Zustände beschrieben und dann mit den Strafsprüchen die schlechten Zustände. Beides zusammen beschreibt die Wirklichkeit. Es ist nicht ein Vorher und Nachher, sondern es gibt in unserer Wirklichkeit bis heute beides. Es kann sehr gut sein auf der Erde und zwischen uns Menschen. Und es kann auch sehr schlecht sein. Das sind zwei Seiten unseres Lebens. Wir Menschen neigen dazu, Grenzen zu überschreiten und können damit uns und der Schöpfung schaden. Ist aber Eva an allem Ungemach schuld, wie das alte Sprichwort sagt? Beide, Mann und Frau, bekommen in der biblischen Geschichte Strafen. Es ist keine Rede von einer Alleinschuld oder Mehrschuld der Frau. Christa Peikert-Flasspöhler hat das in einem schönen Text ausgedrückt. Freispruch für Eva. Eva, du hast nicht den Tod zu den Menschen gebracht, Mutter aller Lebendigen. Nicht die Schuld vererbst du an uns. Du schenkst die Kraft und Bereitschaft weiter, ganz für das Leben zu sein. Eva, ich spreche dich frei. Ich weise den Rufmord zurück, der Ehre und Freiheit dir abschnitt, im Dienste männlicher Herrschlust dich zum Freiwild erklärte und zur stimmlosen Magd bis zum heutigen Tag. Zur Ganzheit sind wir geboren als Töchter Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen beten. Lebendiger Gott, was ist richtig und was ist falsch? Wir bringen dir unsere Fragen, unsere Erkenntnisse und unsere Sorgen und wir bitten um Hilfe. Alles wird immer schlechter, so denken wir immer wieder, Gott.
sorgenvoll, pessimistisch, ängstlich. Was davon ist berechtigt? Was wird sich erfüllen? Wir rufen: Gott, erbarme dich. Es wird schon, es geht wieder bergauf. So hören wir immer wieder Gott. Zuversichtlich, aufmunternd, optimistisch. Aber für wen und wie lange? Was wird sich erfüllen? Wir rufen: Gott, erbarme dich. Was können wir schon tun? Das fragen wir uns. Wir können beten. Für die Menschen in der Ukraine und in Syrien und in Afghanistan und allen anderen Kriegs- und Krisengebieten der Erde bitten wir um Frieden und Gerechtigkeit. Wir rufen: Gott, erbarme dich. Für die Menschen, die unter den Folgen des Klimawandels schon jetzt leiden, bitten wir um Hilfe und Gerechtigkeit. Wir rufen: Gott, erbarme dich. Für die Menschen in den Regierungen bitten wir um Weisheit und Mut und Gerechtigkeit. Wir rufen: Gott, erbarme dich. Für die Menschen, denen Unrecht und Abwertung geschieht, bitten wir um Aufwertung und Gerechtigkeit. Wir rufen: Gott, erbarme dich. Ewiger Gott, du Mutter und Vater des Lebens, wir bitten dich auch für die Menschen, die uns der Tod genommen hat. Birg sie in deiner Hand und schenk uns die Gewissheit, dass Leben und Liebe stärker sind als der Tod. Das alles bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder, der uns in Tod und Auferstehung voranging. Wir beten sein Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Gottesdienst geht zu Ende. Gottes Segen begleite Sie alle. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse das Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.